Hallo, ich freue mich, dass da Sie da sind. Lass uns Deutsch lernen. Schauen Sie sich das Videos mit Untertiteln an. Ich stehe morgens normalerweise um 8 Uhr auf, wenn ich zur Schule muss. Dann gehe ich direkt ins Badezimmer, dusche und ziehe mich an. Danach esse ich Cerealien zum Frühstück und trinke einen warmen Kakao. Dann putze ich meine Zähne und mache mich auf den Weg zur Schule. Ich wohne nicht weit von der Schule, so dass ich erst um 8:45 das Haus verlassen muss. Die Schule fängt um 9 Uhr an. Um 12 Uhr mittags habe ich meine Mittagspause und esse zusammen mit meinen Freunden. Um 3:30 gehe ich wieder nach Hause. Zu Hause schaue ich eine halbe Stunde fern und mache dann meine Hausaufgaben, wenn ich welche habe. Zu Hause verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Ich gehe normalerweise zwischen 10 und 11 Uhr ins Bett und lese noch ein Buch für eine halbe Stunde, bevor ich schlafe. Am Wochenende stehe ich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr und spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Und du? Was machst du jeden Tag? Und was machst du am Wochenende? Erzähl uns ein bisschen über dich. Bitte, sprechen Sie nach. Ich stehe morgens normalerweise um 8 Uhr auf, wenn ich zur Schule muss. Dann gehe ich direkt ins Badezimmer, dusche und ziehe mich an. Danach esse ich Cerealien zum Frühstück und trinke einen warmen Kakao. Dann putze ich meine Zähne und mache mich auf den Weg zur Schule. Ich wohne nicht weit von der Schule, so dass ich erst um 8:45 das Haus verlassen muss. Die Schule fängt um 9 Uhr an. Um 12 Uhr mittags habe ich meine Mittagspause und esse zusammen mit meinen Freunden. Um 3:30 gehe ich wieder nach Hause. Zu Hause schaue ich eine halbe Stunde fern und mache dann meine Hausaufgaben, wenn ich welche habe. Zu Hause verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Ich gehe normalerweise zwischen 10 und 11 Uhr ins Bett und lese noch ein Buch für eine halbe Stunde, bevor ich schlafe. Am Wochenende stehe ich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr und spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Und du? Was machst du jeden Tag? Und was machst du am Wochenende? Erzähl uns ein bisschen über dich. Ich stehe morgens normalerweise um 8 Uhr auf, wenn ich zur Schule muss. Dann gehe ich direkt ins Badezimmer, dusche und ziehe mich an. Danach esse ich Cerealien zum Frühstück und trinke einen warmen Kakao. Dann putze ich meine Zähne und mache mich auf den Weg zur Schule. Ich wohne nicht weit von der Schule, so dass ich erst um 8:45 das Haus verlassen muss. Die Schule fängt um 9 Uhr an. Um 12 Uhr mittags habe ich meine Mittagspause und esse zusammen mit meinen Freunden. Um 3:30 gehe ich wieder nach Hause. Zu Hause schaue ich eine halbe Stunde fern und mache dann meine Hausaufgaben, wenn ich welche habe. Zu Hause verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Ich gehe normalerweise zwischen 10 und 11 Uhr ins Bett und lese noch ein Buch für eine halbe Stunde, bevor ich schlafe. Am Wochenende stehe ich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr und spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Und du? Was machst du jeden Tag? Und was machst du am Wochenende? Erzähl uns ein bisschen über dich. Ich stehe morgens normalerweise um 8 Uhr auf, wenn ich zur Schule muss. Dann gehe ich direkt ins Badezimmer, dusche und ziehe mich an. Danach esse ich Cerealien zum Frühstück und trinke einen warmen Kakao. Dann putze ich meine Zähne und mache mich auf den Weg zur Schule. Ich wohne nicht weit von der Schule, so dass ich erst um 8:45 das Haus verlassen muss. Die Schule fängt um 9 Uhr an. Um 12 Uhr mittags habe ich meine Mittagspause und esse zusammen mit meinen Freunden. Um 3:30 gehe ich wieder nach Hause. Zu Hause schaue ich eine halbe Stunde fern und mache dann meine Hausaufgaben, wenn ich welche habe. Zu Hause verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Ich gehe normalerweise zwischen 10 und 11 Uhr ins Bett und lese noch ein Buch für eine halbe Stunde, bevor ich schlafe. Am Wochenende stehe ich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr und spiele ich Fußball mit meinen Freunden. Und du? Was machst du jeden Tag? Und was machst du am Wochenende? Erzähl uns ein bisschen über dich.